Kaum bin ich auf dem Bahnsteig, merke ich, dass es doch ziemlich heiß ist. 30 Grad oder mehr wird's schon haben. Vielleicht waren die 4 Stunden Schlaf auch zu wenig. Aber ich habe ja schon Schlimmeres überlebt. 50 Grad auf einem Pickup-Truck in der Wüste in Nordmexiko zwischen Chihuahua und El Paso. Andererseits, da war ich ja noch um einiges jünger. Aber egal, das Wetter ist prächtig und das Panorama entschädigt mich jedenfalls fürs Erste. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie oft ich da überhaupt schon oben war. Zig Male jedenfalls. Meistens übers große Höllental, hinten herum. Die Breinerwand, die fällt mir aber noch. Auf die Gipfel will ich heute aber gar nicht. Ich bleibe unten im Tal. Einmal Höllental rauf und runter mit dem Fahrrad. Video-Equipment im Rucksack. Etwas schweißtreibend. Aber das sieht man ja nicht. Bayerbach steht etwas im Schatten von Reichenau. Der Nachbarort hat das viel größere Renommee, war mir aber seit jeher egal. Bis auf die Bankomaten. Dafür hat Bayerbach den Bahnhof und mit der Semmeringbahn sogar ein Weltkulturerbe und einen Fluss mitten durch den Ort, die Schwarza. Die Schwarza war in den letzten Millionen Jahren fleißig und hat sich zwischen der Rax und dem Schneeberg ein tiefes, oft schluchtartiges Tal gegraben. Das Höllental eben. Der Anfang, eigentlich das Ende, liegt hier beim Bär im Hirschwank. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Irgendwie exotisch. Das war jedenfalls mein erster Eindruck. Es hat mich vor allem an eines erinnert, an die Berge in chinesischen Landschaftsmalereien. Ein paar Schriftzeichen und schon sind wir in China. Fehlt nur mehr ein Tempel. Es gibt hier ein paar Dinge, an denen man vorbeikommt, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Eines davon ist die Rax-Seilbahn. Die älteste Personenseilbahn Österreichs, 1926 errichtet. Die älteste der Welt hat übrigens Kohlern bei Bozen, 1908. Das weiß ich aber erst, seit ich einen Kohlerner kennengelernt habe. Der ist immer mit der Seilbahn zur Schule gefahren. Wer die Schwarza nicht schön findet, dem oder der kann ich nicht helfen. Sie ist aber sicher kein mächtiger Fluss. Was man heute sieht, das sind vielleicht 3, na maximal 4 Kubikmeter pro Sekunde. Und das ist der Normalfall. 1997, beim letzten Jahrhunderthochwasser, da waren es hier sicher mehr als 250 Kubikmeter. So klar ist das Wasser dann natürlich nicht mehr. Kalt ist es aber trotzdem. Der schwarze Riesenfrosch da unten kommt mir gerade recht, um das zu zeigen. Sonst hätte er den Anzug nämlich nicht an. Eigentlich ist das Höllental samt Rax und Schneeberg eine Art Wiener Kolonie. Der ganze Wald, soweit man sieht, gehört der Stadt Wien. Ein Stück davon daher auch mir. Circa 100 Quadratmeter habe ich mir ausgerechnet. Der Grund ist natürlich die erste Hochquellenleitung, fertiggestellt 1873. Aus gesundheitspolitischer Sicht war das eine Jahrhundertleistung. Wien hat wohl das beste Wasser aller Großstädte dieser Welt. Dieses Quellwasser sieht man aber nicht. Es läuft durch Stollen runter nach Hirschwang, wie das von der Kaiserbrunnquelle.
In Kaiserbrunn rückt auch dieses K&K-Flair etwas in den Vordergrund, das hier in der ganzen Gegend bis zum Semmering kultiviert wird. Nicht unbedingt mein Geschmack. Die Gemeinde Wien hat beim Franz Josef gebettelt, dann hat er ihr die Quelle geschenkt. Na, mit der vollen Hosen. Die Habsburger haben sich die Quelle nämlich vorher einfach unter den Nagel gerissen. Von Gottes Gnaden hat man das damals genannt. In Gedenken an diese noble Geste wenden wir unseren Blick in tiefer Dankbarkeit gen Himmel. Übrigens, schauen Sie sich einmal Bilder von Taishan oder Huangshan an. Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Heute ist wunderbares Badewetter, aber leider auch Sonntag. Weiter flussabwärts wimmelt's von Badefreudigen und Sonnenschirmen, abgesehen von den geparkten Autos. Aber je weiter oben, desto ruhiger wird's. Hier in dieses Tal hinein, da geht's nach Nasswald. Sehr interessanter Ort. Eine protestantische Enklave seit Ende des 18. Jahrhunderts. Ursprünglich Holzfäller aus Gosau, Geusern und Hallstatt. Das geht sie heute leider nicht aus. Die Singerin war früher ein Fixpunkt. Die ist aber jetzt schon seit Jahren zu. Eines der schönen Holzwehre hier. Würde mich interessieren, wie alt das eigentlich ist. Holz ist hier das Um und Auf und das seit mehr als 200 Jahren. Im ursprünglichen Wald ist schon lange nichts mehr übrig. Früher wurden die Stämme runtergeflößt, geschwemmt, bis hier schwand. Mittlerweile bin ich bei der Fäusmaut angelangt. Ich bin nicht zufällig bis hierher geradelt. Hier in der Nähe gibt es nämlich einen ganz besonders schönen Platz. Schön auch deshalb, weil fast nie jemand dort ist. Ein Biotop, ein Mikrokosmos. Was mich dort fasziniert, ist vor allem das Wasser.
Schau, schau, ein Grasfrosch. Praktisch, dass er gerade meditiert. Ein Froschbuddha. Meister, gib uns ein Zeichen. Aha. Ein Pseudo-Buddha. Es wird später und später und schon langsam Zeit, dass ich mich wieder auf meinen Drahtesel schwinge. Mein Magen knurrt auch schon. Aber zuvor noch etwas anderes. Diese hübsche Pflanze gilt in der Regel als invasiver Neophyt. Kommt aus Indien, verdrängt sogar Brennnessel. Vor 2 Jahren war es hier mit dem Springkraut aber schon schlimmer. Es gibt jedenfalls eine endemische Art, die ich für unmittelbar weit gefährlicher halte. Die Art kann man übrigens mit geschlossenen Augen erkennen. Metten? Paarweise geht's ja noch. Problematisch ist aber ein bestimmtes artspezifisches Verhalten, die Rudelbildung. Die Adrenalin-Junkies sind inzwischen großteils auf dem Heimweg und so wird es im Tal auch ruhiger, was mir natürlich sehr recht ist. Unten am Fluss ist es zum Teil schon ziemlich schattig. Da wird sofort um einige Grad kühler. Aber an ein paar Stellen kommt die Sonne noch hin. Die Berge und die weißen Felswände, die brüten aber alle noch in der prallen Nachmittagssonne. Endlich fast beim Weichtalhaus. Über die Brücke wäre es kürzer, aber der Weg ist eher ein Ort von Ziegenpfad. Nichts fürs Fahrrad. Aber diese Sicht, die muss ich einfach nur mitnehmen. Im Weichtalhaus bestelle ich Specklinsen mit Knödel. Apropos K&K-Flair. Der Herr, der mir das Essen bringt, hat einen Bart wie der Kaiser Franz Josef. Dabei ist das ein Naturfreundehaus. Vielleicht bin ich paranoid.
Die Wespe war natürlich harmlos. Etwas mulmiger waren wir dann leider unten. Entschuldigung, bist du ein Ochse oder ein Stier? Dumme Frage, aber ich bin ja ein Stadtmensch. Na, wohl doch ein Stier. Und Zaun gibt's praktisch auch keinen da. Na, ich vertschüss mich lieber. In Kaiserbrunn habe ich mich nicht aufgehalten und nun ist es nicht mehr weit bis Hirschwang. Da wird das Tal aber noch einmal so richtig eng. Und hier ist natürlich schon alles im Schatten. Vor ein paar Stunden war hier noch alles voller Menschen. Ein Unentwegter ist noch da. Aber der gibt auch gerade auf. Der Zug steht schon am Bahnsteig, aber es bleibt nur ein bisschen Zeit, die Abendstimmung zu genießen.